Da ist er, der offizielle WM-Ball mit dem klangvollen Namen. Brazuca? Brazuca. 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 Der Ball ist enthüllt und am Freitag folgt die WM-Auslosung, bei der auch Turnierfavoriten in der gleichen Vorrundengruppe landen können. Viel ist möglich. Spaziergänge und Todesgruppen. Da sollte man schon einmal die Szenarien durchgespielt haben. Wir werden gut vorbereitet ankommen. Nicht im Glauben, dass es leicht sein wird, sondern dass wir kämpfen müssen. Ich hoffe natürlich, dass wir nicht schon am Anfang auf Deutschland treffen. Aber ich hätte nichts dagegen, im Finale gegen Deutschland zu spielen. Wir sind darauf vorbereitet, es schon am Anfang mit einer starken Mannschaft aufzunehmen. Aber nicht mit einer so starken. Immerhin, die Italiener haben wieder Respekt vor uns. Englands Trainer dagegen denkt noch nicht an mögliche Gruppengegner. Er nimmt das Leben, wie es kommt. Wir hoffen auf eine gute Auslosung. Aber es wird sein wie bei, wie heißt der noch? Tom Hanks mit seiner Pralinenschachtel. Forrest Gump. Wir werden die Box öffnen, hineingreifen und nehmen, was wir kriegen. Und dann versuchen wir, es zu verdauen. Schwere Kost für jeden Gegner wären die Gastgeber, die vom Klima profitieren und vom 12. Mann. Die Brasilianer haben schon immer eine ungeheure Energie von ihren Fans bekommen, bei allen bisherigen Weltmeisterschaften. Und schon beim Confederations Cup konnten wir die Energie der brasilianischen Fans sehen und fühlen. Das wird der große Unterschied sein, neben der großartigen Qualität, die die Brasilianer auf dem Platz haben. Bis Freitag darf noch spekuliert werden. Dann stehen die Gruppen fest und bis dahin sitzt bestimmt auch der Name des neuen WM-Balls. Brazuca. 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 Brazuca.